Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly, und da hab ich's rausgeschafft. Geh wieder rein. Nee, hab ich keinen Bock drauf. Schneeregen ist scheiße. Will ich nicht. Na ja, okay. Niemand hat Bock, bei Schneeregen nach draußen zu gehen. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Da hinten ist mein Ding wohl genug. Ich sag mal, nicht mal Tiere haben Bock, bei dem Wetter draußen was zu machen. Das würde doch schon was heißen. Apropos, by the way, was sind das für zwei... Bei diesem Sturm kann man überhaupt nichts mehr hören. Was sind das für zwei Dinger in meinem Inventar? Hier, genau das hier. Gesundheit. Stellt Gesundheit vollständig her. Ein starker Trank aus Tierextrakten, der nach der Einnahme vollständig herstellt und heilt. Okay. Ah, okay, die habe ich wahrscheinlich in den Kisten gefunden. Alles klar. Warte mal. Laufen? Laufen Roboter bei dem Wetter hier rum? Die Antwort ist ja. Tun sie. Aber die ignoriere ich jetzt auch alle. Keine Lust. Wir müssen den Weg hier lang. Es wird auch gerade besser wieder vom Wetter. Sonnenschein, sehr schön. So ein bisschen Tundra-Feeling, oder? Wenn man hier so durch die Gegend läuft. So. Ja, die kubbelt's immer bis hierhin. War ich da nicht schon mal? Da ist er. Er wirkt nervös. Ohne Scheiß, das ist die Pixelgegend. Und ich verstehe nicht, warum sie pixelig ist. Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Aha. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Erstmal. Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Okay. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Hab ich bestimmt im Inventar, denn ich war fleißig. Ach, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Oh, nice. Okay, verkaufen. Kaufen. Was will er haben? Stolperfalle. Oh. 1000 gegen eine Plündererlinse. Was ist eine Stolperfalle? Diese Waffe erstellt Fallen, die detonieren, wenn der Draht zwischen zwei Ankerpunkten durchbrochen wird. Ja. Metallscherben kostet mich das. Oha! Aha. Wie kaufe ich denn Draht? Auch für Metallscherben. Ich habe 65 Metallscherben. Aha. Gratis-Kiste ist kostenlos. Diese Kiste muss geöffnet werden mit Inhalt. Und zum Beispiel eine Kiste mit kostenlosen schnellen Neukunden. Die kann ich sogar tauschen. Die habe ich sogar.
Kaufe ich die jetzt alle? Wie viele Kisten kann ich beherbergen, Leute? Weiß das einer? Chat, ich nehme das. Ich brauche da jetzt, glaube ich, tatsächlich kurz Hilfe. Weil, nun ja, ihr seht das ja, ne? Wie viele Kisten kann ich beherbergen? Ich war hier schon fleißig, was Sachen angeht. Ich könnte hier Schweineknochen und so weiter verscherbeln. Hier Wildschweinhaut, weißt du? Nein! Ich habe jetzt irgendwas zu viel verkauft. Nein! Ohne. Ich habe irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte. Verdammt! War bestimmt blau, es war wichtig. Wolltest du nicht deine Stolper? Ja, will ich ja. Hör mir jetzt auf zu ärgern. Stolperfalle, nice. Okay. Schleuder, Oh, warte mal, kann ich was zurückkaufen? Ich habe doch eben gesehen, dass ich das zurückkaufen kann. Ah, Schweinehaut. Okay, Schweinehaut. Und ich habe zweimal Wildschweinehaut verscherbelt. Okay. Ich kaufe die jetzt einfach. Ich meine, fuck die Wand an diesem Purple. Wenn die nicht gut sind, was dann? Fesselseilpaket leicht. Sexy Time heute Abend. Nice! Eisbomben-Munitionspaket. Aha. Was passiert hier nebenan? Okay. Bin halt unschlüssig. Rohstoffe sind nice. Ich meine, kriege ich bessere Bögen als das hier? Stolperfall ist nice. Schleuder, diese langsame, schleudernde Waffen. Ich meine, Scharfschützenbögen, diese lange, feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignen sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision kommt. Kann modifiziert werden. Der hat aber auch nur einen Slot, ne? Kriegsbogen. Sind wahrscheinlich grün, weil... ungewöhnlich. Ja, weil die nicht so viele Slots haben. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Was hast du gegen Sprengfallen? Ehrlich. Jetzt sag los. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Du bist ein gutes Mädchen. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Oha. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Sorry. Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhüter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Was meint er damit?
Also wenn ich es richtig verstehe, habe ich das hier anscheinend in der Tasche. Weil das ja links ist. Also Kauf nicht möglich, weil Inventar voll. Wenn deine Tasche voll ist, ist voll. Keine Tasche? Alles gut. Präzisionsfallpaket. Aha. Eisbombenmunition. Heißt das also, damit kann ich Pfeile anscheinend. Weiß gar nicht, ob ich die einmal kaufen muss, damit ich das lerne. So, ich will ja kaufen. Ein Schockfall. Detonationssprengkörper. Ich würde gerne, aber es ist mir ein bisschen teuer. So. Verkaufen. 12% Verderbnis. Komm, hier, die kann ich verkaufen. Die ist vom Wert her schlechter. Die behalte ich. Ja, ich habe nur mein gewöhnliches Outfit. Und meine Rohstoffe, die also, lasse ich. Noch etwas? Nein, das war's. Danke. Ich glaube, danke. Das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ja. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Ich hätte gerne mal gewusst, wie ich eine fucking Stolperfalle benutze. Stell 3 Maschinen mit Schocktreten in eine Falle. Ey, guckt euch das an, wie es instant in den Pixel-Modus hier reingeht. Das liegt an der Gegend. Und bald ich jetzt hier? Bisschen näher. Zack, scharfe Grafik. Ziel auf dem Boden eines Gegners und feuert 2 Positionen ab. Aber wie tue ich denn... Oh, ich kann hier durchswitchen. Nice. I like. So, aber wie mache ich das denn jetzt hier mit? Das ist mein Ding. Wie tue ich die Schleuderfalle aktivieren? Ich verstehe das nicht. Kann mir das einer erklären? Wie funktioniert die Schleuderfalle? Bin ich doof? Sehe ich das nicht? Kommt das, wird das, löst sich das von alleine aus? Ein Wächter da. Inventar. Ja, aber wie... Die Sache ist ja die, wie wechsle ich dazwischen? So, also woher weiß ich, wann ich das angewählt habe? Es gibt ja anscheinend eine... Damit kann ich den... Dieses Menü. Das ist ein Button auf dem Controller. Ja, den suche ich ja gerade. okay. Nein. Steuerung. Okay. Tastenbelegung. Waffe ziehen. Waffenrad gedrückt lassen. Ah. Ah, okay. Herstellen. Beutel-Upgrade verfügbar. Ach, das habe ich jetzt. Das ist der? Hä? Ich knister natürlich wie eine Nachtigall. Oh, nice. Hä?
so. Okay. Nein, das ist ein Stolperdraht. Wenn ich dir ein Stolperdraht durchs Auge schieße, tut der auch weh. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Willst du mich denn jetzt verarschen? Folge schon vorbei, nein, Gott sei Dank. Zwei Punkte anschießen? Muss er mit zwei Punkten schießen? Okay. Verstanden. Na? Ziemlich faszinierend, wenn wir nicht gerade nach mir suchen würden. Ah, okay. Ah, okay, 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 okay. So. Nee. Ah, der kann eine Modifikation haben. Da gibt's keine für. Okay, der braucht aber doch bestimmt auch Munition oder sowas, oder? Fallen und Tränke. Guck mal hier, Fallen. Alles klar. Das sind die Schockfallen, die ich mache. Ich brauche ein Metallgefäß. Oh, nee, ist keine Falle. Das ist auch eine Munition? Wie komme ich an die Munition für das Ding? Ah, hier. Jägerbogen. Stolperfallen, Munitionspaket. Da habe ich ein paar von. Alles klar, okay. Ah, herstellen. Okay, kann ich über meinen Beutel dann auch machen. So, mein Freund, was ist mit dir? Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Deine Spur. Junge, ich will wissen, wo du lang gehst. Nein! Da oben, genau! Sei ein guter Junge! Ja. Okay, kann ich es herstellen? Ah, ich kann herstellen. Alles klar, nice. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. Nice! Ich brauche nur ein wildes Tier. Wildes Robotertier. Wo seid ihr? Da hinten. Die Maschine hat mich gesehen. Los, komm. Was? Schlauer als die Natur!
Oder als die Technik in dem Fall. So, warte mal, ich würde den hier kaputt machen. So. Muss ich jetzt die Quiz irgendwie wieder abgeben? Trifft Ross am Nordtor. Okay, nice. Best sind das alle, oder? Aktiv. Spitze Speer. Trifft Ross am Nordtor. Alles klar, cool. Wo ist der nächste Safe Hafen? Da ist das Lagerfeuer. Alles klar, cool. Cool, das hat doch wunderbar funktioniert. Jetzt gehen wir auf den Rückweg. Heißt es... Ah, damit wechsle ich jetzt automatisch auch schon Bogen und Seite. Ah, nice gemacht. Okay. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen, wie das Ganze funktioniert. Weil es ist halt natürlich ein bisschen komplexer, wenn man anfängt, unterschiedliche Arten auf dem Controller auszulegen, wo was am besten funktioniert, ne? Kann mir mal einer sagen, warum ich 500 Millionen Stöcker mit mir rumtragen kann? Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. I saw you. Gubbel, gubbel. Danke. Da wird gespeichert. Sehr schön. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Sly. Ciao.